Was würde passieren, wenn ich an eine Verteilersteckdose noch eine Verteilersteckdose anstecken würde? Und dann noch eine und noch eine und noch. Das reicht noch, genauer brauchen wir es nicht. Hätten wir eine unendliche Energiequelle? Also hier steht schon mal nicht hintereinander stecken. Was, Bruder? Warum? Unsere Steckdosen hier in Deutschland haben in der Regel 16 Ampere mal 230 Volt. Also eine Leistung von 3680 Watt. Das ist das, was pro Steckdose geht. Steckst du nun 5 Verteiler ineinander, erhöhst du damit nur die Zahl der Steckplätze, nicht aber die Leistung. Egal, ob du nämlich nur ein oder am Ende 100 Steckplätze pro Steckdose hast. Wichtig ist, dass du mit allen angeschlossenen Geräten nicht über diese 3680 Watt kommst. Sonst fliegt die Sicherung raus oder es gibt Schwelbrände.